Hallo und herzlich willkommen vom CAIO Aachen 2019. Jetzt bei uns hier vor Prüfungsbeginn Christoph Sandmann und das nicht ganz ohne Grund. Christoph Sandmann in diesem Jahr hier zum 30. Mal in Aachen am Start und das ununterbrochen in Folge. Christoph, in diesen 30 Jahren gab es mit Sicherheit den einen oder anderen ganz besonderen Moment in deiner Laufbahn hier in Aachen? Ja, sicherlich waren die ersten Jahre oder der erste Start sehr aufregend als junger Fahrer hier. Als Highlight mit Sicherheit 2006 Weltreiterspiele mit zwei Medaillen, mit der Mannschaftsgold und Einzelbronze. Aber auch sicherlich im letzten Jahr das erste Mal mit Familie, mit Tochter, mit zwei Vierspännern hier am Start. Sind schon besondere Momente hier in Aachen gewesen. Ich weiß von den Fahrern, Aachen ist für euch immer was ganz, ganz Besonderes im Terminkalender, aber nichtsdestotrotz steht dieses Jahr auch noch die Europameisterschaft in Donaueschingen an, wo ihr mit Sicherheit auch große Ziele habt. Ja, wir wollen daran teilnehmen. Ich bin im Moment nicht Mitglied der Mannschaft. Sicherlich werden wir alles dran setzen, dass Anna und ich ein gutes Ergebnis da bringen. Anna hat als Highlight auch noch die Zweispinner-Weltmeisterschaften in Treptow und haben zwei Championate in diesem Jahr. Aber sicherlich arbeiten wir auf Donaueschingen Europameisterschaft darauf hin. Ich habe vor zwei Jahren in der Einzelwertung die Bronzemedaille gewonnen. Was dieses Jahr aber rauskommt, werden wir sehen. Okay, hier in Aachen zweimal Dressur, Jagd und Punkte, Marathon und Hindernisfahren. Deine Lieblingsdisziplin? Ach, ich habe hier das Jagd und Punkte schon gewonnen, ich habe den Marathon gewonnen. Beides sind sicherlich Lieblingsdisziplinen, aber wir stellen uns auch der Dressur und haben kein Problem, auch hier Dressur vor diesem Publikum hier zu fahren, auf diesem hervorragenden Platz hier im Hintergrund. Und das macht auch enorm Spaß, hier in diesem Pferd zu fahren. Das ist für die Pferde was ganz Besonderes, für den Fahrer auch. Und wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Klipmeyer-Horst TV überträgt alle Teildisziplinen im Fahrsport live im Internet. Drücken Sie Christoph und den anderen Teilnehmern kräftig die Daumen. Ja, es ist schön, dass Klipmeyer-Horst uns live zeigt. Ist eine besondere Sache auch für unsere Anhänger zu Hause und alle werden das verfolgen. Und wir selber haben die Möglichkeiten, das auch im Anschluss nochmal anzuschauen. Das ist schon eine wunderbare Sache. Also seien Sie live dabei. 13 Uhr heute geht's los mit der ersten Dressur.